Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Das wird heute ein kleiner, kurzer Edit. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ehe ich auf Arbeit muss und dachte mir so, okay, kam schon wieder eine ganze Weile nichts von mir. Ich mache einfach mal hier eine kleine früh am Morgen Fahrradtour. Ja, jetzt stehe ich gerade hier am Hometrail bei uns und ja, ich nehme euch mal mit auf die Abfahrt runter und schauen wir mal, wo dann der Weg mich heute noch hinführt. Ein bisschen Zeit habe ich noch, ehe ich anfangen muss und ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Bing. Es hat übrigens angefangen mit leichten Nieselregen. So, und die Strecke, denke ich mal, ist bestimmt auch noch schwierig. Schauen wir einfach mal. Also das wären hier keine Highspeed-Fahrten. Ich tue einfach bloß gemütlich hier runterfahren und nehme euch einfach ein bisschen mit. Ah, hier haben die Wildschweine wieder gewühlt. Das hatte ich erst mit dem Reiner mit repariert. Sehen, wie der Rest der Strecke ist. Von daher rolle ich es nur ab. Also ich rolle derzeit, ich gebe noch nicht mal Gas. Bis jetzt fährt sich's gut. Zusammengefallen. Aber ich muss sagen, groben Ganzen, es ist zwar nass, aber es rutscht nicht, es schmiert nicht, ist jetzt gut. Hier sieht es gut aus. Den bin ich länger nicht gefahren, muss ich mal wieder machen. So, das war jetzt eine kleine gemütliche Abfahrt auf dem Hometrail. Also ich bin oben losgefahren und habe danach nur einmal an ein kleines Teilstück getreten, nachdem ich in einem Anlieger war. Aber ansonsten habe ich mich nur rollen lassen. Wollte einfach mal gucken, wie die Beschaffenheit ist. Ließ sich gut fahren, auf jeden Fall. So, dann bis zum nächsten Spot. Mal gucken, wo ich jetzt noch hinfahre. So, jetzt bin ich am nächsten Spot. Mal sehen, ob das so eine gute Idee ist. Ja, es hat gerade kurz geregnet. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier normal runterkomme. Ich glaube, das ist steil, es kommt hier weniger rüber. Hier haben wir noch einen Weg. Können wir machen. Das sieht auf der Kamera bestimmt alles nicht steil aus. Aber wenn man runterfährt, ist es echt steil an einigen Stellen. Also auch wenn das jetzt hier bloß zwei kleine kurze Stücken waren, aber man geht schon ganz schön weit mit dem Pups so nach hinten. Ah ja, vorne ist noch eine Treppe. Da würde ich sagen, die gehe ich nochmal hoch, fahre die Treppe nochmal mit runter. Oh, hier unten schmiert es aber. Hier ist ja richtig Pampe. Mal sehen, ob mir heute die Kette mal nicht runterspringt hier. Denn einen Tag schön die Kette runtergesprungen. Mal sehen, ob es die
die Kette diesmal oben bleiben. Ja, sie ist oben geblieben. Hier ist einfach nur alles jetzt Pampe. Ich hoffe, euch hat das kleine kurze Video gefallen. War nun wirklich doch etwas kurz geworden. War halt bloß die Fahrt am Home Trail und im Rosental, also Auerwald, drüben die Treppen und ja, die zwei, drei kleinen Schrägen. Aber ja, die Uhr sagt, ich muss langsam nach Hause, mich fertig machen für die Arbeit und dann geht es noch auf Arbeit. Ein paar kleine Basics hatte ich noch geübt. Das habe ich mir jetzt immer vorgenommen, wenn ich mit dem Bike unterwegs bin, dass ich mir irgendwo ein Plätzchen suche, immer mal wieder den Willi übe und ja, so ein paar andere kleine Sachen. Da habe ich auf dem Parkplatz kann man es nicht nennen, auf so einem kleinen Sportplatz hier das Handy mitlaufen lassen und ja, ich werde davon mal ein paar Sachen mit im Video noch einblenden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mit einem Daumen nach oben zeigt. Auch wenn ihr einen Daumen nach unten zeigt, seid bitte so nett. Schreibt, was man vielleicht anders machen kann oder was euch nicht gefallen hat. Man kann so besser drauf eingehen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne, würde ich mich riesig freuen. Danke. Tschüss.